Also insgesamt war es sehr gut von uns, nachdem wir sehr schlecht reingekommen sind, 0-2 nach, ich weiß nicht, gefühlten 3 Minuten. Danach haben wir uns aber einigermaßen gefangen, kriegen dann aber noch das dritte Tor. Ja, da gab es noch eine Chance von draußen zu coachen, motivieren die Jungs. Und dann sind wir auf 3-1 rangekommen. In der Halbzeit haben die Jungs selber gemerkt, dass sie dran sind. Da habe ich gesagt, es darf nur eins nicht passieren, dass wir jetzt das vierte Gegentor kriegen, sondern wir müssen das zweite machen, so kam es Gott sei Dank. Machen auch das 3-3 und vergeben die Riesenchance zum 4-3 kurz vor Schluss. Erste Halbzeit waren wir ganz stark eigentlich, haben den Gegner so weit im Griff gehabt. Auch schnell überrannt mit den schnellen 2 Toren in der Anfangsphase. Und Ansagen in der Halbzeitpause waren halt, dass wir das Spiel verwalten sollen, auf Ergebnis gehen sollen, notfalls das vierte auch machen. Und das haben wir so jetzt nicht konsequent umgesetzt, haben den Gegner ins Spiel kommen lassen mit einem merkwürdigen Pfiff anhand von dem Schiri zum Elfmeter, das uns so halbwegs eingeschüchtert hat und somit haben wir das aus der Hand gegeben.